Lieben, hier spricht Stina von Zwillingsflamme 1111. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, mir geht es super den Umständen entsprechend. Ich bin umgezogen, für die, die das noch nicht mitbekommen haben, und bin jetzt bei zwei Mädels. Die haben ein Haus in einem Kondo. Das ist alles sehr abgeschirmt. Also hier kommt keiner irgendwie rein oder raus, ohne registriert zu werden von Wachmännern. Das ist also alles sehr sicher. Und die haben mir einen Raum bzw. ein Zimmer angeboten. Ich habe auch ein eigenes Badezimmer in ihrem Haus. Und das ist also ganz toll. Wir verstehen uns super. Also ich habe die vor ein paar Monaten kennengelernt, als ich nach Mexiko gekommen bin. Und die haben mir jetzt also wirklich spontan angeboten, bei ihnen zu wohnen, so lange wie ich Bock habe. Und ja, das ist eine sehr schöne Wende aufgrund der traurigen Ereignisse. Und wir sind drei Hunde, die sind total süß. Also der kleine Boxer ist, beziehungsweise ist ein Schnauzer, ist jetzt schon irgendwie mein guter Freund und schläft unterm Bett. Und also das ist super hier. Von daher, für die sich Sorgen gemacht haben, ich bin sehr gut aufgehoben und es ist Licht am Horizont. Ja, meine Lieben, wir steigen jetzt ins Reading ein und hier sind sehr ähnliche Karten, wie wir im letzten Reading hatten. Manchmal dauern die Dinge einfach ein kleines bisschen länger, aber wir haben auch eine Bewegung mit drin und ja, von daher haben wir hier einmal die, wie heißt das denn, die mentale Ebene der männlichen Energie. Wir haben Broken Heart. Wir hatten letztes Mal die drei der Schwerter, wo die Auseinandersetzung eben mit Liebeskummer kommt oder kam. Und hier haben wir auch nochmal den mentalen Bereich, ja, wo man sich auch mit seinen eigenen Mustern auseinandersetzt. Warum man alleine ist, warum das Herz gebrochen ist. Wir haben ja auch nur so eine Träne mit drauf und ich denke, dass hier jetzt gerade also sehr wohl die ein oder anderen Einsichten an die Oberfläche kommen, die zeigen und auch auf das eigene Verhalten hinweisen. Ja, also beide sind meistens daran beteiligt. Aber wir haben eben, wie gesagt, die Auseinandersetzung und die männlichen Energien fangen jetzt langsam an, das mal hinter sich zu lassen. Also diesen ganzen Schmerz, also auch die halten gerne fest an Dingen aus der Vergangenheit. Und hier geht es darum, dass Verhaltensweisen abgelegt werden und auch bewusst abgelegt werden. Wie gesagt, das ist der mentale Bereich, der damit zu tun hat, warum man jetzt hier irgendwie alleine und einsam sitzt und ja, also dieser Auslöser, das ist das, was in den acht Kelchen drin ist. Es können sogar mehrere Dinge auf einmal sein, die einfach dazu geführt haben. Und die männliche Energie ist jetzt praktisch hier, ich sag jetzt mal, auf dem Strandspaziergang alleine unterwegs, um sich selbst zu finden, um klare Gedanken zu bekommen, um das Emotionale in irgendeiner Form in die Ordnung reinzubringen und um in die Stärke vor allen Dingen reinzukommen, Strength. Das ist eine tolle Karte. Schaut mal, hier ist die Meerjungfrau. Das könnte auch sein, dass das die weibliche Energie ist, ja, die praktisch hier kommt und den Wal befreit. Ja, es geht darum, sich zu befreien, eben wie gesagt, von diesen Verhaltensweisen, die dazu geführt haben, dass man vielleicht nicht so in die Wunscherfüllung reingekommen ist, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat, weil unterbewusste Blockaden gewirkt haben, die dann dazu geführt haben, dass man dann hier, wie gesagt, im Broken Heart gelandet ist. Das finde ich sehr gut. Ja, weil manchmal müssen wir eben durch eine sehr schmerzhafte Situation durchgehen, um überhaupt zu erkennen, warum, wieso und weshalb, um das Ganze in die Heilung reinzubringen. Emotional haben wir die Karte des Teufels, die war letztes Mal auch dabei. Ja. Temptation, Verführung, hin und her gerissen. Das ist so der Kampf gegen die inneren Dämonen, der hier mit drauf liegt. Wartet mal, ich mach mal das Licht aus. Ja, es ist hoffentlich hell genug für euch. Also der Kampf gegen die inneren Dämonen, das könnte mit Sucht einhergehen, also Co-Abhängigkeit oder bestimmten Süchten, die sich über die emotionale Ebene breit machen, ausgewirkt haben. Vielleicht auch ja, das, eine Verkettung mit Menschen. Ja, es kann eine Liebesangelegenheit gewesen sein, eine Affäre gewesen sein. Es können aber auch ganz andere Dinge gewesen sein, die hiermit einhergewirkt haben. So Leute, das ist eine große Arkana. Ja, das ist etwas, was praktisch so eine Art Hauptthema anzeigt.
Sich vom Teufel zu lösen, ist nicht einfach. Das ist nicht mal eben kurz so, ach ja, ich sprenge jetzt meine Ketten, ich stehe jetzt auf und gehe. Sondern der Teufel, dem ist natürlich daran gelegen, dass man irgendwie in dieser Energie drin bleibt. Und das ist auch verkettet mit der niedrigeren Schwingung der Liebenden. Ja, die Liebenden ist die Zahl 6 im Tarot. Hier haben wir dann die 15, 1 und 5 sind 6. Also das ist ja die Verkettung dazu. Also die beiden Karten gehören zusammen. Und hier geht es um niedrigere Schwingungen. Ja, also die männliche Energie hat hier den Schlüssel bekommen, aber ist, ne, wie man hier sieht, immer noch so ein bisschen im Hin und Her mit sich selber. Aber auch das geht jetzt in einen Abschluss rein. Wir haben die Karte der Welt. Im Grunde genommen ist die Karte der Welt eine sehr schöne Karte. Ja, die zeigt, dass man etwas erledigt hat, durch die Wanderung durchgegangen ist, hier auf der Darstellung, also normalerweise ist die Karte super bunt mit ganz vielen Geistern drauf und hey und also eine, ja, wie gesagt, sehr bunte, schöne Darstellung und hier ist es jetzt so, dass wir auch die männliche Energie hier alleine stehen sehen, ja, auf diesem Steg und wir haben hier noch so ein bisschen Licht- und Schattenenergie, ja, das heißt, das wirkt also auf jeden Fall noch mit ein ins Feld. Deswegen muss man eben diesen Strandspaziergang machen, um sich selber zu finden und ja, sich auch mit diesem Versprechen auseinanderzusetzen, was man sich gegenseitig gegeben hat. Ja, wir haben hier die Karte des Hierophanten, also des Hohen Priesters. Ja, der kommt, das heilige Buch aufschlägt, wo Weisheiten drin sind. Das ist auch der innere Ruf. Das könnte auch mit einhergehen, dass die einen oder anderen eine sehr dogmatische Ansicht hatten oder haben. Also praktisch in einer Art System unterwegs sind. Vielleicht sind sie aufgewachsen damit, dass die Dinge sich so und so zu gestalten haben, sich so und so zu verhalten haben. Dann hat das alles nicht funktioniert und man ist praktisch irgendwie aus der Welt rausgeschmissen worden. Ja, und tatsächlich musste sich dann hier eben mit diesen niedrigeren Energien einher schwingen. Trotz allem ist der Hierophant, ist auch eine große Arkana, es sind drei große Arkana, das heißt über das emotionale Feld passiert jetzt ganz viel. Ja, die Loslösung vom Teufel, das Ganze zum Abschluss bringen und dann wieder in eine sehr spirituell hochschwingende Energie einzutreten. Also das passiert jetzt alles auf einmal. Ja, das kann sein, dass das so wie Schubladen ist, ne, auf und zu geht und man zwischendurch mal reinschaut, dass das vielleicht noch nicht ganz so beständig ist, was das Ganze angeht, weil man nochmal zurückfällt. Dann meint man, man ist am Ende, beziehungsweise am Abschluss, kann hier in diese neuen Energien reingehen und das fühlt sich an wie so eine bunt gemischte Bonbon-Tüte. Und schaut mal, was diese Person hier macht. Die hat sich niedergesetzt und schreibt etwas. Das könnte durchaus mit Nachrichten zu tun haben, ja, die hier anhergehen. Vielleicht auch die Zusammenfassung von dieser spirituellen Reise. Also es sind nicht nur irgendwie Divine Feminine, die sich niedersetzen und etwas schreiben, vielleicht sogar ein Buch verfassen, irgendetwas in der Richtung. Es kann natürlich auch ein Brief oder irgendwas anderes sein. Aber hier sammelt jemand die Gedanken und versucht das Ganze eben auch aus einer spirituellen Warte aus zu betrachten, zumindest was das Emotionale angeht, um der Liebe Ausdruck zu verleihen. Also hier ist irgendwie nur dieser Kick drin, jetzt tatsächlich sich mal zu öffnen. Vielleicht ist es auch so, dass die einen oder anderen jetzt hier in dieser Welt ja diesen Abschluss gefunden haben oder gerade dabei sind, diesen Abschluss zu finden und tatsächlich mal in der Lage sind, das Ganze irgendwie zusammenzufassen und in Worte zu kleiden. Also ihr wisst selber, wie wahnsinnig diese Reise ist und zwischendurch gibt es Aufgaben, die sich entweder ganz schnell erledigen, je nachdem, auf was für einem Stand man ist. Und manchmal hängt man einfach ein bisschen länger drin und findet gar nicht die richtigen Worte, um das auszudrücken, weil das so tief sitzt und so verschleiert ist und so im Geheimen ist, dass man eine ganze Zeit lang braucht, um das zusammenzusetzen, das Puzzle zusammenzusetzen. Und hier sieht es so aus, als ob die männliche Energie jetzt gerade dabei ist, dieses Puzzle zusammenzusetzen, den Ausdruck finden kann, ja, um eine Erklärung oder ein ja etwas zu finden, was logisch ist, was auch Sinn macht, ja, um dann der weiblichen Energie das mitzuteilen. Und das passiert jetzt gerade schon mal über die wie heißt es denn, über die emotionale Ebene. Die waren Feminine, Hohepriesterin. Ich finde diese Darstellung ganz toll, ja, also das ist ein Schweigen auf eine sehr magische Art und Weise. Ja, das ist jetzt nicht nur irgendwie den Mund halten und nichts sagen, sondern das ist ins Innere gehen.
sich mit dem Inneren verbinden. Ja, guck mal, die sieht sehr weise aus. Ja, und wir haben hier so Radiowellen. Also ja, die weibliche Energie nimmt halt jetzt momentan sehr viel über die spirituelle Ebene wahr, sendet und nimmt aber, wie gesagt, auch diese Schwingungen auf. Und ist jetzt gerade sehr geheimnisvoll, also gerade auch für die männlichen Energien. Vielleicht wissen die männlichen Energien bei den einen oder anderen gar nicht irgendwie, was jetzt gerade los ist, je nachdem, wann ne, der letzte Kontakt da gewesen ist, etc. Und ja, das ist, wie gesagt, eine sehr magische Energie, die hier stattfindet. Wir haben den Hohepriester, vergesst das nicht, und die Hohepriesterin. Ja, das ist dieses magische Paar. Bei der weiblichen Energie, wie sie wie heißt es denn? Wahrgenommen wird. Wir haben zweimal die 2, ja, 22, hier mal das Sakralchakra. Im Sakralchakra sitzt A, sexuelle Energie, aber auch Eltern- und Ahnenthemen. Ja, es könnte also sein, dass hier jetzt gerade so eine ganz tiefe Lösung kommt, weil die beiden Feminin eben jetzt nicht total aktiv ist und im Chaser-Modus unterwegs, sondern eher mit sich selber beschäftigt und in sich gekehrt und versucht, den Geheimnissen ihres Seins auf die Spur zu kommen. Und da wird man natürlich manchmal eben auch zur Ahnenreihe geführt. Und das kann natürlich auch hier mit einer extrem sexuellen Kraft in Verbindung stehen. Wir haben dazu The Page of Cups. Wartet mal. Nee, The Knight of Cups, sorry. Ich habe das Tarot, also das benutze ich immer mal zwischendurch mit ein paar Karten, von daher. Also The Knight of Cups. Wie gesagt, das ist die Betrachtungsweise der männlichen Energie, die wissen, dass die kommen müssen. Aber schaut mal, die müssen hier auch ganz tief in den Becher reinschauen, zu tief in den Becher reingeschaut, um sich selber zu erkennen. Ja, also die männliche Energie sucht jetzt gerade etwas, ja, was eben auch mit Liebesenergien zu tun hat, wie man diesen Kelch überreicht. Also es formiert sich etwas, ja, und dazu ist, wie gesagt, diese Selbstreflexion unheimlich wichtig. Und das ist natürlich auch das, worauf die Hohepriesterin wartet, ja, dass hier endlich mal irgendwie so der Ritter mit dem Kelch kommt, ja, um diese romantische Geste zu vollführen. Und das ist eben auch das, was ich muss niesen. Sorry, das ist auch das, was die männlichen Energien wahrnehmen. Ja, das ist jetzt gerade nicht an die beiden Femininen nach vorne zu treten. Es ist natürlich auch immer unterschiedlich. Ja? Also, ne, wer als die beiden Femininen sagt, ich muss jetzt irgendwie diesen Schritt nach vorne machen ne, und in Action reingehen und von mir aus, ihr sollt eurer Intuition folgen. Ja? Das, ne, die Readings, die sind, ne, das sind Gerüste. Ja, und nicht immer irgendwie das, was für einen selbst dann das Beste ist. Ja, das siebte Chakra ist bei den männlichen Energien aktiv. Ja, mit dem Erzengel Uriel. Hier haben wir auch wieder so ein Buch. Also hier kommt unheimlich viel Weisheit jetzt gerade. Ich glaube, hier sind auch so viele Aha-Momente. Ja, deswegen ist das auch so wichtig, dass man hier diesen Strandspaziergang mal eben alleine macht. Ja, das tut manchmal unheimlich gut, einfach mal mit sich alleine zu sein, zu reflektieren. Ja, und in diese Kelche reinzugucken. Und das ist das, was passiert, ja, damit man eben diese Aha-Momente kriegt, diese Downloads bekommt. Uriel ist der Engel der Erde, ja, also Gaia, und der dafür sorgt, dass man geerdet ist, mit beiden Beinen auf dem Boden steht, ja, und auch diese Weisheiten integrieren und verbinden kann. Wir haben die Karte Pleasure. Ja, mit der Zahl 18. Ja, also das geht darum, aus diesem Herzbruch, aus dieser Einsamkeit, in die Stärke reinzukommen, wie wieder in diesen magischen Tanz einzusteigen. Ja, wieder sich auf der Tango-Tanzfläche anzunähern und die Röcke wehen zu lassen. Und wir haben auch die Karte Lovers. Also hier geht es darum, dass Uriel praktisch mit Downloads und Energien kommt. Und darauf aufmerksam macht, dass die männliche Energie auch wieder anfangen soll, diese Reise zu genießen. Diese ganzen Synchronizitäten und alles, was dazugehört. Also wir sind alle manchmal in Phasen unterwegs, wo es uns nicht gut geht, wo wir das Ganze verfluchen, wo wir uns wünschen, dass das niemals passiert wäre. Ja, einfach ein normales Leben weiterführen, aber wir sind nun mal ausgesucht worden dafür. Ja, die Twin Flame Reise ist die krasseste von allen. Und ja, man reflektiert sich hier als Divine Maskulin. Und das ist die Karte der Liebenden, die richtigen Entscheidungen zu treffen, ja, und auch die Entscheidung zu treffen, hier wieder in diesen Reigen einzusteigen, sich für die Liebe zu entscheiden.
Ja, und dazu gehört natürlich auch Selbstreflexion und Selbstliebe. Ja, wir haben hier so eine Spiegelsituation, wo man sich eben erkennt. Ja, einmal als Meerjungfrau oder Meerjungmann, ne, und dann eben auch Divine Feminine, die hier steht und von der anderen Seite, von der anderen Welt Einschau, nicht Einschau, sondern Einblick erhält. Das ist das, was jetzt gerade passiert. Ja, also selbst wenn die einen oder anderen hier noch mit dieser Teufelsenergie zu tun haben, den Strandspaziergang machen, hier kommt eine unheimliche Stärke, die daraus entsteht. Deswegen sind die Separationsphasen auch so wichtig. Huch, sorry. Ich hoffe, ihr habt euch jetzt nicht erschrocken. Ich habe hier ein neues Setting, dadurch, dass ich umgezogen bin. Jetzt muss ich mir eben so einen Karten auf dem Boden. So wie beim Feminin. Go with the flow. Hier gibt es einen Neuanfang. Werdet euch aber auch klar darüber, was ihr haben wollt. Ja, ich als Divine Feminine, ich bin manchmal hin und her gerissen. Ja. Manchmal rennt man weg, manchmal sagt man, ach, das ist mir alles zu anstrengend, das will ich gar nicht. Dann ein paar Stunden später ist man wieder irgendwie im Liebesflash unterwegs, weil ja, eine Synchronizität kommt, wie auch immer. Und das Ding ist, dass es hier, wie gesagt, um diesen Neuanfang geht. Dazu sollt ihr euch aber klar sein. Ja, und hier hilft eben auch das Ass der Schwerter, was an die Oberfläche kommt, ja, damit man die Hand aufs Herz legen kann, damit man den Schmetterling, also die Gedanken, freilassen kann. Ja, und wie gesagt, mit einem klaren Gedankenbild an die Dinge herantreten kann, ja, die wichtig sind. Inneren Frieden zu finden. Schaut mal, hier ist auch, ne, wieder so der obere Bereich angesprochen. Das haben wir hier eine 28. Könnte also sein, dass das für die einen oder anderen eine wichtige Zahl ist. Und schaut mal, sie sitzt hier im Lotus-Sitz und ist mit sich selber im Reinen. Alles, was euch hier stört, ja, was vielleicht noch in Gedanken unterwegs ist, da geht es darum tatsächlich, also beide gucken mal, beide haben die Augen geschlossen, sind in der meditativen Haltung, hier vielleicht tatsächlich mit Meditationen zu arbeiten, ja, damit diese Wiedervereinigung stattfinden kann. Three of Cups, ja, das ist eine feierliche Situation. In dem Fall hier. Und The Three of Cups kann durchaus auch eine Reconciliation, also ein Wiedersehen, eine Union anzeigen. Das sind Union-Energien. Das geht aber nur, wenn man sich hier, wie gesagt, also bewusst konzentriert und alles loslässt, was bindet und hindert. Und wir haben praktisch so das erste Licht am Horizont. Ja, das ist die Bewegung, die hier drin ist. Also man nimmt diese Bewegung wahr und ihr solltet euch bitte auch auf dieses Licht, auf diesen Zauberstab konzentrieren. Ja, mit dem Divine Masculine hier auch unterwegs ist. Und ja, nehmt das an, auch wenn es nur wie so ein kleines Glühwürmchen ist, was irgendwie in der Ferne vor sich hin flackert. Das sind auf jeden Fall Zeichen, ja, und versucht, wie gesagt, durch Meditation eben dahin zu kommen, dass ihr euch ganz klar bewusst seid und nicht instabil hin und her wackelt, okay? Ja, es gibt den Segen auf etwas, was in die Lösung reingehen soll. Das haben wir hier als allererstes. Ja, also hier hat ein Kampf stattgefunden oder etwas, was vielleicht mit einer unangenehmen Situation zu tun hat, Resolution. Hier ist so ein kleines Messer, was eventuell auf ein Cord Cutting hinweisen kann. Wir haben auch den Segen der Ahnen mit drauf. Wir hatten ja hier wie heißt das denn, zweite Chakra. Sorry, ich habe Staub in der Nase. Ich habe immer ein bisschen mit Staub zu tun. So, könnte sein, dass, wie gesagt, hier, also der Segen der Ahnen kommt bei den einen oder bei den anderen. Ancestors Healing. Ja, die Linie, die Blutlinie, dass die geheilt wird, dass hier sehr viel Weisheit mit reinkommt. Erst, es schwingt hier auf jeden Fall mit und ihr seid das perfekte Match. Ja, wenn ihr hochschwingt miteinander, dann komplettiert ihr euch im harmonischsten Weg, den es überhaupt gibt. Sorry, so. Ja, das ist, wenn diese Love Bubble da ist, so nennt man das, ja, wenn man miteinander verbunden ist, wenn die Seelen und das Herz miteinander kommuniziert, wenn das rein ist, wenn das unschuldig ist, seid ihr das perfekte Match. Da gibt es auch nichts anderes, was drankommt. Deswegen sage ich auch immer, diese Third-Party-Energien, falls es da irgendwie um Liebesangelegenheiten geht, die sind wichtig für andere Geschichten, aber die werden niemals so hoch schwingen, wie Twin Flames das miteinander tun. Und das ist auch etwas, was ins Bewusstsein hochkommt.
Wir haben den Mond als nächstes. Ja, das ist so der nächste Schritt, da kommt. Das könnte jetzt der nächste Vollmond sein. Da hat man nicht noch eine 18 hier mit drin? Hier, ja, also Mondenergie 18. Das wird bestimmt jetzt zum nächsten Vollmond einiges an Lösung geben. Ja, dass auch Schatten an die Oberfläche kommen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Man begegnet sich auf einer Höhe, also Licht und Schatten, Solar- und Lunarenergie, das gilt für beide, damit man in die Gerechtigkeit, in die Wahrheit reingehen kann. Und hier steht schon die Person und schaut auf die Welt, ja, die wir hier hatten, bei den männlichen Energien. Hier, das ist so Universum, aber es sieht auch ein bisschen aus wie eine Weltkugel, auch wie gesagt, ne, Abschluss und ja, die Dinge sollen in die Waage reingehen, ja, durch Wahrheit, ja, durch Wahrheiten, die hochkommen. Und manchmal muss man sich eben auch mit den Schattenseiten auseinandersetzen, sehen, was ist Illusion, was ist keine Illusion. Ja, so auch das Ego, das kann uns so herrliche Illusionen vorspielen. Allein durch irgendwie so einen Satz, ja, wenn es wahre Liebe wäre, dann wäre man ja zusammen auf der 3D-Ebene. Das ist so zum Beispiel so ein typischer Satz, der mir sowas von zu den Ohren rauskommt, weil wir einfach noch viele, viel mehr Ebenen haben, auf denen wir uns bewegen. Und hier haben wir den Hinweis darauf, dass, also let your friends help you. Lasst euch von euren Freunden helfen. Ja, das können tatsächlich jetzt Freunde sein, es können aber auch Lehrer sein, Spirits sein, die über die andere Ebene wirken, ja, die helfen bei der Heilung. Vielleicht geht es hier auch darum, in den einen oder anderen Heiler also ne, zum einen oder anderen Heiler zu gehen und hier eben auch etwas zum Abschluss zu bringen. Ja, für beide, das gilt für die männlichen und für die weiblichen Energien. Wir haben hier nochmal die Karte der Welt, ja, damit hier diese Herzbruchssituation abgeschlossen werden kann, damit man das hinter sich lassen kann. Ja, Divine Masculine hat hier eben seine Aufgabe, Divine Feminine hat auch ihre Aufgabe, ja, klar in Gedanken zu werden. Und da ist es vielleicht ganz gut, tatsächlich nochmal irgendwie eine Heilung anzusetzen. Und wir haben nochmal den Mond. Also das kommt jetzt alles hier gerade doppelt gemoppelt, aber das hat auch seinen Sinn und seinen Zweck. Und vielleicht ist es hier ein Mondritual, mit dem ihr arbeiten sollt. Also wir haben hier, wie gesagt, diese Ankündigung eben auf den nächsten Vollmond, dass da sehr heftige Energien unterwegs sind, die aber eben auch dazu führen, dass man hier endlich mal irgendwas zum Abschluss bringen kann. Und zwar auch dauerhaft. Ja, damit ihr in die Auferstehung gehen könnt. Judgment. Ja, das ist auch etwas, was mit einem Wiedersehen zu tun hat. Schaut mal, hier ist so eine Blase, man gebärt sich selbst oder gebiert sich selber, um praktisch aus dem Tod heraus in den Neuanfang reinzugehen. Ja, hier bläst die Meerjungfrau, die normalerweise im klassischen Tarot Erzengel Gabriel ist, zur Wiedergeburt, zur Auferstehung. So, ich mische jetzt für euch noch ein paar Advice-Karten mit rein und dann gehe ich in die Extended Version für die Kanalmitglieder. Wer da noch nicht dabei ist, ihr könnt euch das mal anschauen. Ich habe das also recht günstig gestaltet, weil ich da niemanden abziehen möchte. Und das geht in Spenden raus an Menschen, die das brauchen, die mir immer wieder über den Weg laufen. Es ist auch so, dass ihr dann nicht verpflichtet seid, euer ganzes Leben lang dabei zu sein. Für die, die Bock haben, ihr könnt euch das mal einen Monat angucken und dann selber einfach entscheiden, ob das für euch was ist. Ich mache zwischendurch auf jeden Fall einmal die Woche ein Kurzreading und alle 2 Wochen hänge ich die Extended Version von diesem Reading mit dran. So, Spirits. Was möchtest du mitgeben als Advice? Sehr schön. Und noch eine.
dem Boden gab. Also Isaiah sagt, das ist eine gute Zeit, um Geburt zu geben für neue Ideen oder Situationen in eurem Leben. Ich beschütze euch und ich führe euch durch diese Veränderungen. Sehr schön. Also ihr habt hier einen praktischen Schutzengel, einen Schutzgeist, der mit euch dabei ist, um hier diese Geburtsphase. Und eine Geburt ist nicht einfach. Ja, und das tut weh. Aber man muss halt auch fertig sein, um geboren zu werden. Und das ist hier kurz davor, ja, dass man das Alte loslassen kann. Jeanne d'Arc kommt als die Stimme der Wahrheit. Also bleibt stark und fokussiert euch bitte auf das, wozu ihr hier seid. Lasst die Ängste los und sprecht eure Wahrheit. Ja, das ist eine Aufforderung. Ja, hier tatsächlich in diese Wahrheitsfindung reinzugehen, die Wahrheit zu sprechen und dem Ganzen auch Ausdruck zu verleihen. Aber dieses Mal ist es tatsächlich an die Weinmaskeline. Das haben wir auch gesehen, dass der Hierophant, also der hohe Priester, praktisch als Spirit reinkommt und vielleicht auch mit den ein oder anderen männlichen Energien richtig verbunden sind, also oder ist. Das heißt, das könnte auch ein Invoke sein, dass man sich mit diesem Spirit so verbindet, dass der praktisch durch einen durchwirkt, um hier eben in diese Weisheit reinzugehen und das Ganze in Schrift niederzulegen oder auch in Worte zu kleiden. Also wir bauen das Ganze mal ein bisschen aus, ja. Und Master Buddha, Increased Awareness. Es gibt eine ganz tiefe Verbindung und ihr sollt bitte eurer inneren Stimme vertrauen. Das ist natürlich auch etwas, was mit Meditationen zu tun hat. Ja, also hier nochmal noch ein bisschen tiefer zu gehen in das Ganze und sich den Geist zu klären. Ja, das ist also wichtig, gerade jetzt für die beiden Feminine, dass ihr nicht hier irgendwie in Missverständnissen landet und Dinge falsch aufschnappt, ja, die dann von Divine Masculine gesendet werden. Meine Lieben, wir gehen jetzt in die Extended Version rein. Ich hoffe, ihr konntet was mit dem Reading anfangen und mucho, mucho amor aus Mexiko. Bye, bye.